Hallöchen meine Pros und Proteins und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf meinem Kanal. Und es handelt sich dabei, wie man unschwer erkennen kann, um Deponia. Ein Point-and-Click-Adventure aus dem Hause Daedalic Entertainment. Und ein wirklich geniales Spiel. Ich kenne es zwar nicht hundertprozentig, möchte ich sagen, aber ich habe schon das ein oder andere davon gesehen. Und ich habe es mal angespielt, mehr leider noch nicht. Deswegen ist das zu einem sehr, sehr großen Teil auch blind. Was es noch zu sagen gibt, eigentlich nicht wirklich viel. Es ist eines der schrottigsten Spiele der Welt. Und ihr werdet auch bald sehen, warum. Aber um ohne große Umschweife endlich loszulegen, würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder im Spiel. Oh yeah. Was denn jetzt noch? Sollte das Spiel nicht längst starten? Ja, schon. Aber die Schrottpresse ist kaputt. Und da dachten wir, wir nutzen die Zeit für ein Tutorial. Wer dachte das? Ich brauche kein Tutorial. Und wie willst du dann die Schrottpresse reparieren? Schau einfach zu und lerne. Vielleicht hörst du dir lieber vorher an, was ich zu sagen habe. Du hast hier aber nichts zu sagen. Ach, komm schon. Dauert doch nicht lang. Zeig einfach mit dem Cursor auf mich und mach einen Linksklick. Mal sehen. Wow, das ist also die erste Quest im Spiel. Man soll ihn anklicken. Das ist auf jeden Fall ein doch recht anderes Tutorial, als man es kennt von Spielen. Wir klicken ihn einfach mal an. Computer, Wenzel ansprechen. Das musst du nicht extra sagen. Wer redet denn mit dir? Na du? Du hast mich angeklickt. Klugscheißer. Verrat mir lieber mal, was mit der Schrottpresse nicht stimmt. Sie drückt nur noch ganz sanft und matscht nicht mehr richtig. Das sieht doch nun wirklich jeder Idiot. Na, dann moderier du doch das Tutorial. Ein Klacks. Zuerst erkläre ich dir mal... Wie man jemanden anspricht. Hä? Du klickst mit dem Mundsymbol auf einen Menschen? Völlig falsch. Ich habe dich nämlich mit dem Sprechblasensymbol angesprochen. Jeder weiß doch, dass es in diesem Spiel kein Mundsymbol gibt. Dafür aber das Sprechblasensymbol zum Reden. Und mein Lieblingssymbol, das Rufus-Kopf-Symbol zum Dinge anziehen, essen und trinken. Wenn du das schon nicht kapierst, wie soll ich dir dann jemals beibringen? Also wirklich, Wenzel, wie kannst du es wagen? Ja? Mundsymbol zu sagen. Ich meine, ganz ehrlich, wo sind wir hier? In irgendeinem Billig-Adventure? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall... Wie man ein Objekt ansieht. Das weiß ich doch. Aha, und wie? Ich zeige mit meinem Mauszeiger darauf und klicke rechts, wenn ich das Augensymbol sehe. Ja, die Theorie ist einfach, aber wie sieht es mit der Praxis aus? Hey, das ist dein Tutorial. Du willst dich doch nicht etwa drücken. Aber nun gut, ich werde es dir vormachen. Siehst du dieses kleine Ding auf dem Boden dort drüben? Ich werde nun mit dem Zungensymbol... Dem Augensymbol. Ich werde nun dort draufklicken und es mir so ansehen. Pass also gut auf. Pass gut auf, Wenzel, jetzt. Pass gut auf. Was ist das? Das ist ein Kathodenstümpel. Danke für den Input, Wenzel. Aber ich erkenne ja wohl eine hydrale Klemmzweige, wenn ich sie sehe. Blöd, dass ich sie nur ansehen kann. So eine Zweige könnte noch richtig nützlich werden. Du kannst sie mitnehmen. Du musst nur mit der Maus drauf zeigen, sodass das Handsymbol erscheint. Klicke dann links und du hebst sie auf. Nein, das muss einfacher gehen. Wenn du meinst... Das ist echt ein anspruchsvolles Tutorial, meine Güte. Puh. Das ist echt heftig. Okay. Ich habe die Klemmzweige aufgehoben, aber was mache ich jetzt damit? Du steckst sie in dein Inventar, da wo all deine Gegenstände hinkommen. Du hast das Ding aufgehoben. Jetzt kannst du mit dem Mausrad das Inventar öffnen. Mit dem Mausrad? Irgendwie unheimlich. Hey, da oh, ist es ja. Wow. Genau. Wow. Das hier ist dein Inventar. Schon klar. Und hier kannst du dir alles ansehen, was du mit dir rumträgst. Du weißt doch noch, wie das geht, oder? Ich weiß, ja. Was mache ich hiermit? Sieht aus wie ein zerbrochenes Ersatzteil. Na, dann pass mal auf, wie ich es repariere. Wow. Wie kommt dieses seltsame Ding in mein Inventar? Keine Ahnung. Vielleicht brauchst du es für das Tutorial.
Tutorial, Schmutorial. Obvious, Wenzel ist obvious, ganz klar. Wir können es jetzt bestimmt zusammensetzen, so. Püff. Wow. Sieh her, Wenzel, es ist fast vollbracht. Beeindruckend. Und das meine ich ernst. Er meint es ernst. Und jetzt nehmen wir das Teilchen und setzen das hier rein. Unauffällige Aussparung. Es passt. Als nächstes musst du... Du brauchst mir nicht alles vorzukauen. Den Rest schaffe ich schon alleine. Wie du meinst. Eine unauffällige Aussparung und wir haben hier noch einen Knopf. Und wir haben Wenzel und eine Klospülung. Wir drücken mal auf den Knopf. Rufus? Einen Tipp hätte ich da noch. Ich hab dir doch gesagt, dass ich es auch ohne deine Hilfe schaffe. Also ehrlich, Wenzel. Ich muss jetzt nur noch diesen Knopf hier drücken und schon... Ach, ich liebe Tutorials. Ja, das war schon ein sehr angenehmes Tutorial. Du alte Memme, denkst du hast Probleme, nur weil etwas Abwasch die Spüle verstopft. Spar das Gezeter, gedenke der Väter, sie hausten in Armut umgeben von Schrott. Doch wo alles verloren schien, ward einer geboren. Er war saustark und lässig, sein Haar saß perfekt. Und mit Großmut und Tapferkeit sprach er, ich bin's leid, macht euren Mist mal allein, ich muss weg. Außer er muss dann mal weg. Sehr schönes Lied. Sehr schön. Cool. Müll. Müll. Noch mehr Müll. Ein Leben in Ordnung und Zufriedenheit. Ach nein, es ist Müll. So, das reicht. Ich muss hier endlich weg. Gut, dass ich dieses Mal den perfekten Plan habe. Nur noch die letzten Sachen packen und ich bin raus hier. Wo hab ich nur meine Liste hingetan? Mann, es wird wirklich Zeit, dass ich diesen Schrottplatz endlich verlasse. Rufus seinen Worten nach zu urteilen, würde ich sagen, er hat schon mehrere Versuche unternommen, diesen Planeten zu verlassen. Und anscheinend gibt es hier sehr viel Müll. Aber wir werden natürlich sehen, inwiefern genau das aussehen wird. Mal gucken. Vielleicht sehen wir ja was. Es läuft doch immer nur Müll im Fernsehen. Da gebe ich dir recht, da gebe ich dir recht. Ein Koffer, ein Kissen. Was haben wir hier noch so Schönes? Zum Wohnbereich. Oh, Schweißgerät. Schön, schön. Koffer. Ah, da ist ja meine Liste. Mal gucken. Ich habe scheinbar fast alles, was ich brauche. Es fehlt nur noch etwas Proviant, die Zahnbürste, ein paar Socken und ein Seitenschneider. Ein Seitenschneider? Was zum... Naja, irgendetwas werde ich mir dabei schon gedacht haben. Ich bin mir ganz sicher, dass du dir dabei was gedacht hast, Rufus. Koffer, können wir da nochmal reingucken? Nee, zumachen nur, aufmachen. Okay, haben wir die Liste noch? Ja, ja, okay. Das Kissen. Erscheint mir noch. Nanu, da lag ja eine Socke drunter. Das erklärt, warum ich in letzter Zeit immer nur Käse geträumt habe. Oh Gott. Okay. Nehmen wir die Socke auf jeden Fall mit, auch wenn mein Inventar jetzt ein wenig riecht. Streng das Schweißgerät. Und damit ist kein Schweiß im eigentlichen Sinne gemeint. Und eine Öldose. Und eine Truhe. Das ist die Kiste, die mir mein Vater vermacht hat, bevor er mich im Stich ließ. Ich will sie nicht öffnen. Ich will keine weiteren Enttäuschungen erleben. Okay, anscheinend war der Vater nicht unbedingt der beste Vati auf der Welt. Gut, gehen wir zum Wohnbereich hinunter und schauen mal, was es hier gibt. Oh, eine Toilettentür, interessant. Okay, gibt's wohl nichts weiter drin. Da hängt aber ein Zettel dran. Wieder eine Memo von Toni. Mal sehen, was sie diesmal hat. Mach endlich das Bad sauber. Das könnte ihr so passen. Stand da eben echt postmenstruales Memo? Kann das sein?
Ja gut, hier ist eine Zahnbürste auf jeden Fall. Die Zahnbürste ist weggelaufen. Ich sollte mir wohl angewöhnen, sie irgendwo aufzubewahren, wo nicht so viele Mikroorganismen wachsen. Okay, das ist ein bisschen widerlich. Aber ist nicht so schlimm. Ah, ein Seitenschneider. Wie praktisch. Und ein Waschmittel. Wie praktisch. So, was haben wir hier noch? Irgendwas? Waschbecken? Boah, was für eine Plörre. Das ist ja schon ein bisschen... Zahnbürste, Zahnbürste. Put, 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 komm zu Papa. Mist, ich brauche wohl einen besseren Plan, um sie einzufangen. Ja, scheint so. Wir gehen mal hier nach unten. Eine Kammer, ganz viele von diesen Memos. Zickiges Memo, mistige Memo und nervige Memo, okay. Kakteen haben wir hier auch, die Zahnbürste, ne? Nervt ein bisschen. Kammer. Keine Chance. Die Klinke fehlt und ich bekomme die Finger nicht in die Ritzen. Haben wir irgendwas, was wie eine Klinke wirkt? Sieht jetzt nicht so aus. Der Seitenschneider vielleicht? Was? Keine Chance. Ich komme damit zwar in die Ritzen, aber ich habe nicht genug Hebel. Er hat nicht genug Hebel. Ja gut, wir werden schon noch irgendwas finden. Ich bin mir da ziemlich sicher. Oh, Topf. Okay. Spüle, Gabel und die Spüle. Boah, was für eine Plörre. Das ist wirklich echt widerwärtig. Lesen wir mal die mistige Memo. Mach endlich den Abwasch. Der macht sich nicht von alleine. Ich lasse es mal drauf ankommen. Ja, ich meine, probieren geht über studieren, ne? Zickige Memo? Du hast schon wieder mein ganzes Essen verputzt. Stattdessen finde ich ständig irgendwelchen Müll von dir im Kühlschrank. Was ist eigentlich mit dir kaputt? Ich verstehe die Frage nicht. Ich auch nicht. Scheint ein ganz normaler Du zu sein mit Socken im Kühlschrank. Gar kein Ding. Alles völlig normal. Gelbe Socke. Jetzt haben wir zwei Socken tatsächlich. Können wir die zusammenschmeißen? Das sind immerhin schon mal zwei Socken. Aber ich brauche ein Paar. Ich will ja nicht wie ein Idiot rumlaufen, wenn ich nach Elysium komme. Elysium, also. Okay. Vollgekrümeltes Sofa. Hier ist noch die nervige Memo. Schauen wir mal. Du sollst nicht auf der Couch essen. Ständig finde ich Essensreste in den Ritzen. Na und? Ist doch gut. Ist doch echt gut. Vollgekrümeltes Sofa. Da sind scheinbar noch ein paar Wasabi-Nüsse in den Ritzen. Aber ohne Behälter sammle ich die jetzt nicht auf. Wasabi-Nüsse. Oh. Wir haben doch hier eine alte Öldose. Reicht das denn nicht? Da sind schon genug Ölflecken drauf. Ja, du solltest ja auch die Wasabi... Da sind schon genug Ölflecken drauf. Die Wasabi-Nüsse einsammeln. Du Lappen. Waschmittel. Ja, keine Ahnung, ne? Aber hier noch der Mantel. Ich schau mal nach, ob ich was Nützliches in den Taschen finde. Hey, da war tatsächlich was drin. Eine Socke. Cool. Noch eine Socke? Okay, wir haben drei verschiedenfarbige Socken. Das ist natürlich exzellent, möchte ich sagen. Ich weiß noch nicht, wie groß ein Paar bei dem ist, aber mal gucken, ob wir da oben noch irgendwas haben. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Da oben ist dann sein Zimmer. Oh, hinter Tonis Hütte. Nein, ich habe noch nicht zu Ende gepackt. Ach so, okay. Hausapotheke. Verschlossen. Den Schlüssel muss wohl Toni haben. Aber ist ja kein Problem, ne? Wir haben ja einen Seitenschneider. Gott sei Dank bin ich ein geschickter Schlösserknacker. Verdammt. Mit dem richtigen Werkzeug wäre das ein Klacks gewesen. Ja, selbstverständlich. Vielleicht mit der Gabel? Gott sei Dank bin ich ein geschickter Schlösserknacker. Verdammt. Ja, ist okay, ist okay. Haben wir hier noch irgendwas übersehen? Spinn, Toilettentür. Oh, Tonis Zimmertür. Hä? Was ist das? Nice. Was ist das? Ein Fallbeil, damit ich nicht in ihr Zimmer gehe? Mann, die Frau ist gestört. Eindeutig. Ich frage mich ernsthaft, warum ich jemals mit ihr zusammen war. War? Okay. Heftige Memo. Bleib gefälligst aus meinem Zimmer raus. Da hast du nichts mehr drin verloren. Was bildet Toni sich ein?
Als hätte ich nichts anderes zu tun, als in ihren Sachen rumzuwühlen. Ja, echt mal. Also echt mal. Als ob wir das machen würden. Witz. Gibt's ja nicht. So, wir gehen nochmal nach unten. Vielleicht haben wir hier noch irgendwas übersehen. Vollgekrümeltes Sofa. Was war hier? Herdplatte. Okay. Kalt. Wow, ist ja kein Feuerchen, ne? Feuer. Womit kann man denn Feuer machen? Wir haben einen Topf. Warte mal. Wow, das hat geklappt. Mach das nur wieder zu. Wir brauchen also irgendwas, womit wir Feuer machen können. Die Liste wohl eher nicht, oder? Ob da wohl irgendwas drin ist, was ich für meine Reise brauche? Eher nicht so. Aber, ein Haufen Zettel. Schau mal. Und rein damit. Ja, okay. Haben wir irgendwas, womit wir Feuer machen können? Durchaus, ne? Das Handschweißgerät, ja, läuft. Okay. So, jetzt habe ich natürlich den Topf. Was sollen wir jetzt mit dem Topf machen? Irgendwas zu essen vielleicht? Wir brauchen ja Proviant, hat er gesagt, aber irgendwas kochen macht ja auch nicht so Sinn, ne? Eine Gabel. Die alte Öldose. Waschmittel. Irgendwas fehlt noch. Wasser oder so? Das war ein eindeutiger Hinweis, glaube ich. Lass mal in die Spüle. Nein, nicht. Oh. Das wollte ich nicht. Was für eine Plörre. Plörre. So, wir wollen natürlich den Topf erstmal da reinstellen. Mensch. So, jetzt. Ja.